Voilà, die Damen und Herren, wir hatten den neuen Regierungsrat, wo wir den Point auch gemacht haben über die aktuelle Budget und wirtschaftliche Zahlen, die Aktualität hier im Land und auch am Ausland. Also selbstverständlich nur der Rede von Pierre Gramegna haben wir das Budget auch abordiert. Ich muss schon nicht freuen, über die gut ökonomischen Zahlen, die wir gestern schon von der Rapporteurin und heute auch vom Finanzminister präsentiert gekriegt haben. Die Zahlen sind gut. Sind mal eins, dass selbstverständlich es viele Faktoren gibt, wie dass die Zahlen gut sind. Aber auch ein von den Faktoren, als dass eben eine Politik von dieser Regierung gemerkt hat, die es erlebt hat, so wie den Pierre Gramegna gesagt hat, dass wir heute mehr gesunde Staatsfinanzen haben, wie die, die wir auch fanden. Und ich kann just der Budgetsrapporteurin auch Joëlle Elwinger recht geben, die sieht, dass manches geschieht und muss noch viel passieren. Denn Herr Gramegna hat ja auch mitgeteilt, dass das Budgetdefizit, die auch die Schuld von letzter Zeit, die auch raufgegangen ist, an dieser Legislaturperiode auch mit Perspektiven für die Zukunft, aber vor allem aber auch, dass ein Investor heiß war, wie noch nie. Die Regierung weiß, dass ein Gritsch geschieht. Also, wie ich vorhin gesagt habe, Madame Elwinger, so dauert das manches geschieht und muss noch vieles passieren. Auch wenn nächstes Jahr ein Wahljahr wird, werden wichtige Jahre, also auch für Zeitungen, auch für Zeitungsgeschäft, geht es einfach mit der Arbeit auch weiter. Und Reformen gehen auch weiter gefordert, wird sich nicht just auf die Wahlen konzentriert. Der Budget, den der Mitte auch noch weiter diskutiert wird, als Budget, so wie ich gesagt habe, den Investitionen, die ganz, ganz heiß sind, und das Investitionen an Zukunft vom Land, dass ein Budget empfangen, den als Land weiter stärkt, und vor allem auch noch vier Gerichte aus. Was noch die Jour von heute am Konzei konzerniert, mit einem Rutsch von Punkten adoptiert. Den ersten als der vom Luxemburg Research and Innovation Smart Specialization Strategy heißt er. Das 2014 wird nämlich uns Land Programm operationell FEDER Lützeburg 2014-2020 der EU-Kommission auch angeregt, für eine finanzielle Empfang Unterstützung zu kreieren, auch vom Fonds Européen de Développement Regional. Den Programm gesagt Investissement für an der Hecht von Erder 2 Millionen Euro mit 19,5 Millionen europäischen Kontributionen am Kader von Objektiven von der Strategie Europa 2020. Von diesen europäischen Kontributionen sind dann 1,2 Millionen affektiert für die Investitionen an der Recherche, am Development, an der Innovation, an das Fonds von der EU, nämlich die blockiert, wenn in eine Strategie der Spezialisation an das so sehr intelligent geht, die wir heute auch adoptiert haben. Was enthält genau die Strategie, dass die Umsetzung von Aktionsplänen für prioritäre Sektoren wie der Produktion, dem nachhaltigen Bau, die Ökonomie zirkulär oder auch der Mobilität durch, zum Beispiel an diese Strategie entspricht auch unserer Politik von der wirtschaftlichen Diversifikation von unserem Land. Dann haben wir ein Reglement geholt, was das Regime dort auf Landwirtschaftsflächen, die an Wasserschutzzonen leihen. Die EU-Reglementation erlaubt es nämlich auch den Mitgliedstaaten, Bauern zu indemnisieren, die angeschränkt sind durch die Umsetzung von der EU-Direktive Natura 2000 an der EU-Direktive über den Wasserschutz. Das Reglement proposiert das Regime für finanzielle Hilfe, das auch auf einer jährlichen Basis. Das Mesuren appliziert sich auf die Zonen, die als Zone der Protektion des EU geschrieben sind. Sinn und Ziel von dieser Reglementation als Empfang, dass eine Garantie zu haben, dass die Qualität von unserem Trinkwasser auch präserviert kann gehen. Dann haben wir einen nationalen Aktionsplan über die Spritzmittel auch adoptiert. Das ist der Aktionsplan, den als entstanden durch eine EU-Direktive, den auch den Cadre d'Action Communautaire 4 gesehen hat. Das geht um die Benutzung am Fonds von Pestiziden, die sollten noch kompatibel sein mit dem Ziel von der Nachhaltigkeit. Spritzmittel, wenn sie müssen, angesagt,
gehen, sind auch für Pflanzen zu schützen gegen die Organismen, die sie angreifen. Parallel dazu haben das Pestizide noch andere Effekte, aber ob als Gesundheit und auch auf unsere Umwelt. Die Diskussion hat auch letzte Woche, wie ihr wisst, beim Ferner Ötchen, wo wir zusammen auch die Leute aus der Agrikultur gesehen haben, den Assis Agricole. Für justement die Negativkonsequenzen vom Spritzen so klein wie möglich auch können zerhalen, als diesen Aktionsplan auch entstehen, mit quantitativen Zielen noch mit Kalenderselementen. Es geht hauptsächlich darum, dass phytopharmazeutische Produkte Männer sollen benutzt gehen und das Risiko von diesen Produkten und auch an ihre Konsequenzen nicht schädlich für die Gesundheit von Mensch, von der oder von unserer Umwelt soll sein. An dem Kontext wissen wir auch, dass und um Wort, die was den Glyphosat eine Diskussion noch entstanden ist, dass da auch die französische Regierung nach dem Impuls vom französischen Präsident eine Initiative geholt hat, eben zu gucken, dass man mehr sehen sollen, lohn keine Decision rückgängig machen, die geholt gehen ist. Das können wir nicht mehr, dass aber dann ob man es lohnt und Alternativen so sehen wie möglich Sicht an noch die Mäuen zur Verfügung stellt, für das ihn dann aber so sehr wie möglich den Glyphosat zu Geschichte kann erzählen. Ihr wisst, dass wir gegen die Verlängerung vom Glyphosat wären. Aber wie gesagt, also es ist für uns wichtig, dass sie auch weiter in die Richtung zu Polen, auf jeden Fall die hier wollen, zusammen schaffen, auch kann kommen. Wir bereiten auf jeden Fall die Wort, den stattfinden wird. Den Aktionsplan, den ich auch über Spritzen abgezählt habe, wird auch zu Konsultation publiken feiern. Und da wir in die Regierung an dem Kontext gut sind, an der Arbeit, an der Finalisation von diesem Aktionsplan, wird die auch berücksichtigen. An der Ferner Ötsche werden Freude eine Pressekonferenz machen, wo noch mehr an Detail wird agoen. Dann also Projet Loire, ugeholt gehen auch über die Organisation vom Enregistrement. Die aktuelle Administration des Enregistrements et des Domaines hat nämlich ein Gritsch von Missionen über Zeitkriterien, die aber nicht am Gesetz zu gefährden waren. Und sie nehmen am Hybrid gehen, zum Beispiel die Kollekt von unseren Steuern, mehr auch TVA oder der Recouvrement von den Protokollen etc. Die Organik von 70 war dementsprechend auch nicht mehr up-to-date und die Evolution von den Kompetenzen von der Administration müssen auch gesetzlich geändert gehen. Zwei Punkte just für rauszustreichen, das ist die neue Denomination. Die Administration heißt nicht mehr Administration de l'Enregistrement et des Domaines, mais wird in Zukunft Administration de l'Enregistrement et des Domaines et de la TVA heischen und so dann auch alle Kompetenzen können am NUM zu reflektieren. Die KIP geht auch verstärkt, den dritten Direktor, Adjoint, angestellt für die Missionen und auch die größte Responsabilität, die diese Administration hat, können zu unterstützen. Dann haben wir ein Projet de Loi über die Prozedur von Informationen am fiskalen Bereich. Da haben wir müssen als Gesetz auch adaptieren, für den internationalen und auch den europäischen Normen konform zu sein. Die Autoritäten sollen in dem Kontext nicht nur eine Verifikation am Anfang formell von der Regularität von der Demand Information machen, sondern auch sich vergewissern, dass die Informationen, die auch gefragt gehen an dem Kontext, pertinent sind am Kader von einer Enquete fiskal. Dementsprechend ist der Text auch geändert gehen. Dann als Kreation von einem GIE, das ist das Centre de Gestion pour la Formation Continue et Professionnelle Universitaire. Das ist eine formelle Approbation von den Statuten von diesem Zentrum, den als Placiert nach der Surveillance von der Uni an dem Ministère des Tutelles. Successeur légal als vom Institut Universitaire International Luxembourg, an den als zu Belleval an der Maison du Savoir, die möchte Gestion am Fond die Totalgestion oder auch die Partialgestion von der Formation Continue ab professionellen Formationen an Programme auch die Tüden von der Uni für den Bachelor und anderem die Programme, die eine sogenannte Vocation professionalisant auch haben. Und das auch für die Prozedur der Validation des Acquis von der Experienz. Dann haben wir ein wichtiges Projekt auch geholt über die Protektion vom Boden. Die wisst ihr, dass das auch bei unserem Koalitionsakkord Punkt war, dass wir wilden Demarschen erholen, für auch als Boden besser zu schützen, mit Prävention gegen Degradation am Anfang von der Qualität auch vom Boden sowie die Rehabilitationsmesuren für den Boden, die schon unter der Verschmutzung leiden. Seit 1990 haben die Regierungen gewährt, für diesen Schritt zu machen, und zwar ob die Union
wo die Mauerstaaten sich nicht eins gesehen haben. Dafür ist das Projekt um europäischen Niveau auch 2014 zurückgezogen. Das Gesetz ist am Anfang ein modernes Gesetz, aber noch ein effizientes Gesetz. Es hat zwei Wollen, verdächtigt einen konkreten Bodenschutz. Wir verhindern am Anfang die Verschmutzung, sowohl für die Umwelt wie für die Leute, als schützende Boden an seinen ökologischen Funktionen auch, für das sich der Zustand vom Boden auch nicht soll verschlechtern. Und es soll auch mehr Sanierung von Terra sein. Wir feiern ein Chlor, an auch wissenschaftlich basierte Prozedur für die Sanierung, für Erlasten an auch für die Kästen angeht. Das Prinzip gilt vom Pollueur Payeur, solange der Verursacher noch bekannt ist. Da gibt es mehr Terrain für ein später Projekt auch nicht frei. Und das vor allem auch mehr Rechtssicherheit für den Bürger. Der Bürger wird durch ein Zertifikat am Anfang informiert, auch ob der Boden auf dem betreffenden Terrain verknascht ist oder nicht. Und wird für den auch wer an verkauft. Kieft, da man da auch keine verstoppenden Wiss, denen da nur vielleicht könnte entdecken, wann er bis Probleme hat, auch um Terra. Das ist am Anfang ein Investitionsmann auch in Zukunft. Es gibt mehr Schutz für den Bürger, es valorisiert auch Terra an den Boden in einem Land mit einem hohen Landverbrauch. Voilà, das waren die Hauptpunkte, die wir heute diskutiert hatten. Ich war schon bereit für den Text, den ich mit den Ordre du Jour vom Conseil für zu lesen, mit dem Brauch Lohne zu machen. Voilà, stehe ich zur Verfügung. Ja. Hat ich eine kurze Frage zu Google gehabt? Prozeduren, die per Moment lang dauern. Als das dann aber nicht etwas, wo da vielleicht eine Angst tut, dass das Google eventuell aufschrecken könnte. Also es gibt Prozeduren. Prozeduren sind zu respektieren. Was für mich wichtig ist an diesem Kontext, ist, dass Google den Interesse bewiesen wird, für Terrain heute zu Lützburg zu kaufen. Wenn sie gar kein Interesse hätten, haben sie kein Terrain gekauft. Ich freue mich über die Nachricht, dass sie die gesichert haben und noch kaufen, zu wissen, wie gesagt, die Schwachen sie zu treffen. Und Prozeduren sind Prozeduren. Wir können die Prozeduren nicht einfach annullieren, weil Google auf Lützburg kommt. Das war schon Sachen, die sie wussten. Du hast doch jetzt, wie gesagt, anders sitzen am Ausland, oder in Schweden, auch auf froh käme für den Datacenter von Lützburg, von den Datacenter nicht aufbissen könnt, was geschieht mit denen Terrain? Hört man nur die will, ich will nicht über Eventualitäten schwätzen heute. Wir sind bei Realitäten und ich will nicht über Eventualitäten schwätzen. Ich bin auch das, wo ich auch die Presse informiert, über das werde ich konnten. Die wisst ja, dass an diesem Dossier auch von Google seit gefragt wird, für das ich aber auch eine Konfidentialität kann sagen, diskutieren. Wie gesagt, wann neue Realitäten da sind und nicht in Eventualitäten, werde ich nicht reden, sondern ich stehe auch gerne mitteilen. Schön zu kaufen. Nachfragen? Ja. Der NoGBL fordert ja schon wie lange eine Erhöhung von Mindestlohn um die 10%. Nicola Schmidt hat ja auch im Radio gesagt, dass sie in der Stadt kein vier Stellen, eventuell an Etappen. Da hatte ich zwei Fragen. Erstens, war das mit der Regierung so aufgeschwärzt, die auch so von Nicola Schmidt. Aber nicht, steht ihr auch an einer Erhöhung von Mindestlohn um 10%? Also wie gesagt, das ist eine Position, die Nicola Schmidt als Mitglied von der LSAP auf einer Frage geantwortet hat. Wir sind als Regierung, steht nicht am Koalitionsakkord, das heißt, das ist auch nicht um Ordre du Jour. Wir an den nächsten Wochen am Ende werden Parteiprogramme geschrieben gehen und da wird Schittverein dann auch keine Position dazu beziehen. Ich kann nicht just für meine Partei sagen, dass es wichtig ist, mal zu wissen, was Reperkussionen wären von einer, ob das einen Impact hat auf Kompetitivität, ob das einen Impact hat auf einer Gehälter. All die Fragen muss ich mal können stellen und all die Antworten muss ich mal haben. Wie just so, und schaut der Mindestlohn 10% gereicht. Ihr wisst, dass wir auch als Regierung vor allem an Sachleistungen, an Platz für Geldleistungen auch investiert haben. Und wie gesagt, das mehr effizient, dass die Leute, wenn ich rechne, wenn wir 10% vom Mindestlohn geben, haben, werde ich mich nicht irren, wenn ich so, dass Sachleistungen im Moment mehr hoch sind, die an dieser Legislaturperiode Leute kriegen, wie ein Haus von 10% vom Mindestlohn. Wie gesagt, steht nicht um Ordre du Jour, steht auch nicht am Koalitionsakkord. Aber wie gesagt,
Parteiprogramm soll nur geschrieben gehen, an der Wert alle Parteien können dazu Stellung holen. Wie gesagt, ich kann just am Nun von meiner Partei sagen, dass es nicht heißt, könnt nicht da froh, aber muss ich verteidigt alles wissen, was das für Reperkussionen hat, er in einfach so lanciert, schaut mal 10% und die Leute. Ja. Trotz der Wahlen gehen die Reformen weiter. Hat er damit von allem den Aufschluss von den Reformen gemengt, die en Kurs sind, oder kommen danach neue Sachen? Es sind auch ganz viele Projekte im Ordre du Jour. Die sind ja als als Chamber hat Projekte in der Loi, die wirklich an der Tante sind noch von der Wie vom Staatsrat. Das heißt, sind ein ganz richtiger Punkt, die noch müssen gestimmt gehen. Es gibt wichtige Projekte, nicht mehr nicht Plan sektoriell, es sind wichtige Projekte, es gibt ein richtiges Projekt, die selbstverständlich an den nächsten 8 Monaten weiterkommt. Das ist nicht, weil die Wahlen am Oktober sind, dass die Regierung logistisch auf Wahlen konzentriert. Wir haben permanent challengen, die challengen müssen auch der Antwort finden. Wir können nicht stehen bleiben, weil wir alle sind. Und wie gesagt, dann hat der Regierungsrat der Moin, ich schon ein Ritsch von Projekten aufgezählt, die zum Beispiel Protektion vom Boden, also Projekte, die an Debatte kennt, das ist an die Chamber deposiert. Und wir haben nicht wollen, es kein Regierungsrat mitzumachen, außer also, an der Christvakanz, wo man dann auch keinen Hund während einer Woche oder zwei Wochen, aber wie gesagt, dann nur, wird der Regierungsrat nicht zusammenkommen und weiter schaffen. Also wir sind, es gibt keine Vitesse, man kann mal scharieren, es wird doch nicht zurückgeschraubt. Wir müssen weiter fit bleiben, dann müssen die Reformen weiter feiern. Das ist nicht für die Regierung, aber das ist vom Land. Und Schwenge zu beweisen nicht. Du schon möchtest den Ruf geht. Eine Wirtschaft, die gut geht. Wir müssen an die Challenge, die wir haben, an wenn ich zum Beispiel einen anderen Challenge höre, den als ganz, ganz wichtig ist, als Wohnungspolitik, wo man kann sie ja auch ein Gritsch für Projekte möchte am Wohnungsbau. Und dann ist es nicht, weil die Wahlen sind, wie gesagt, das hat nicht mehr geschafft. Also wie gesagt, das ist noch genug zu dienen. Spritzmittel. Spritzmittelplan, du lieber. Den Herr Elchemisch, den Herr Elchemisch, freut eine Pressekonferenz. Du könntest ihm alle vorstellen, werde ich auch alle einfach technisch einfach den gehen. Aber wie gesagt, das ein Plan, den du viel gesehen hast, für eben zu gucken, wo, wie, was, und auch für allem zu vermeiden, dass verschiedene Spritzmittel, die aber eine Reperkussion haben, ob Lebensmittel, und auch einfach auch auf die Natur, und auch indirekt auf den Mensch, dass sind du einfach strikt regeln. Hört, die auch ermöglichen, dass sie sie benutzen kann. Es gibt verschiedene Plätze, wo sie muss benutzen müssen. Wie gesagt, der Landwirtschaftsminister möchte freitags eine Pressekonferenz, wo du wird alle Antworten können gehen. Prinzip hier froh. Was kann ich beim Glyphosat, was ich überhaupt alles mache, das Manöver als Lützebüsch, was kann ich da überhaupt machen, für vielleicht eine andere Situation zu kriegen, wie die Leute da sind, die Leute gestimmt haben? Ja, also das Prinzip ist, wir müssen eine gemeinsame Lesung haben. Wir sollen nicht mengen, weil logisch für ihr rundherum nach Glyphosat hat, aber wir haben nicht das geholfen. Das Prinzip ist, dass wir wirklich eine gemeinsame Lesung haben, und Niveau von Europa, wie wir wollen, so sehr wie möglich, dem Glyphosat losgehen. Wir brauchen nicht zu verstoppen. Aber wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass eine Initiative wie zum Beispiel der französische Präsident, ich habe mit ihm lange darüber diskutiert, dann hat er uns auch direkt einen Brief geschrieben mit seiner Proposition, die er möchte, wo er am Anfang ein Projekt d'intention, ein Demand möchte für das, aber lo direkt, auch nicht gewährt wird, die fünf Jahre, dass lo direkt geguckt wird, mit Meiern zusammenzukriegen, vier eben Alternativen zu finden, auch vielleicht. Fleisch, wenn Alternativen da sind, da Fleisch nicht sein, der Agrikulturminister können auf den Punkt zurückkommen. Ich glaube kaum, dass die Decision, die Loge Holgin hat, die wird kein Regret, noch rückgängig kein gemerkt gehen. Auf jeden Fall, wenn das eine Möglichkeit wäre, die kann das Position. Ja. Apropos Challenge an Macron. Der Herr Macron hat gestern gemerkt, dass der Kampf gegen den Klimawandel dabei ist, verloren zu gehen. Aber inwiefern sind ihr auch der Meinung an müssen doch Lützebüsch nach mehr den Bereich. Also ich fuhr ja gestern auf der Reunion, die der französische Präsident organisiert hat, und die war wichtig. Die war wichtig für ein paar Sachen. Die erste Sache, wo, nachdem wir zu Paris und COP21 geschrieben haben, wo wir uns für alle gute gemeinsamen Ziele gehen hatten. Ob ein Herr Dunn, der amerikanische Präsident, gesagt hat, ich mache das nicht mehr mit. Das hat keinen Dominoeffekt. Du hättest können, ein Ritsch von Ländern so, wenn die nicht mitmachen, dann machen wir auch nicht mit. Ich hatte die Chance, dass ich nach dieser traurigen Annonce, wo ich dann noch zu Beijing war, auf meiner Visite. Und mein chinesischer Präsident
geschwärt und an den chinesischen Präsidenten gesagt hat, wir halten uns drin. Was wichtig war. Stellen Sie sich vor, China wäre das nächste Land gewesen. Was gesagt hat, wir machen, wenn wir kochen, von der COVID-19 nicht mit. Das heißt, die Reunion von Paris, wo wichtig ist, zu weisen, dass die einer aber, die sich engagiert tun, ob der COVID-19 noch immer und ihren Ziele wollen halen. Erste Sache. Zweite Sache ist, den Konstant auch zu machen, dass heute Stars das Moyen müssen gehen, vier eben den Klimapolitik können zu unterstützen, die in die richtige Richtung geht. Wir haben zu Lützburg ein Rutsch für Produkte. Wir fangen, wir kriegen fangen. Wir haben mit der BUI, mit der Bank Mondial, wir haben ein Rutsch von Instrumenten, die wir gemacht haben, für das Privatunternehmen, zusammen mit der öffentlichen Hand, auch den Levier kriegen und Garantien auch kriegen, für die Investitionen auch können zu machen. Wir haben da ein Vierbildrolle und dafür wurde auch wichtig, gestern zu Paris, sie, wo, wie gesagt, nachher ja mit der BUI ein neues Projekt vorgestellt hat, wo den Dank auch Lützburger Hilfe kann organisiert gehen. Aber wie gesagt, wir brauchen da gemeinsame Ziele. An, verschiedene Länder probieren die ganze Zeit von einem Dumping sozial zu schwätzen. Das war ja größtes Hüge in Europa. Dumping fiskal. Großes Hüge in Europa. Mit getautes Stars. Ein Umweltdumping. Es gibt halt verschiedene Länder, die sich nicht wollen, verschiedene Kriterien halten, weil sie der Meinung sind, dass dann ihre Wirtschaft besser geht. Das ist ein Kalkül à très court terme. Weil die Rechnung, die sie den nächsten Generationen überlassen, ist nicht responsabel für Politiker. An den Dumping ökologisch soll man auch analysieren und gucken, wie in die kann auf jeden Fall limitieren. Und das ist auch von den Zielen, die man eins sollte gehen. Und auf jeden Fall, wo Lützburg auch der Meinung ist, dass sie nicht nur das eine oder das andere soll tun, wir wollen Dumping ökologisch, auch dass das ein Umweltdumping auch in Realität gehen lassen. Wenn es Stimmen am Europaparlament gehen, die fordern, dass Lützburg die schwarze Löcher kommen von den Steuerparadeisen, gegen die Durchstreichung von Lützburg, dann aber vielleicht nicht durch, wenn so Forderungen gemacht gehen. Ich weiß, die sind Teil für mich froh zu stellen. So hat mir eins. Einstisch halt durch Beispiel. Wo man könnte so, Lützburg passt ob ein schwarz oder ob ein grün Löcher. Geht mal ein. Außer politischem Kalkül. Wir haben heute den CDE. Die hat als apolitische Organisation Lützburg analysiert. Wir sind noch kein Groher und kein Schwarzer Licht. Auf ihr Wert durchstäblich von dieser Regierung. Sie, wenn ich mal so kann, sagen, du willst mir dann nicht, ob ein Groher Licht oder ein Schwarzer Licht. Wettgeweise nach Schäden von den anderen 26 oder 27 Ländern. Wenn man das sagen, da können wir darüber diskutieren. Wieso lange das nicht der Fall ist, ist das ganz viel politische Kalkül. Die wird für gesagt, geht dem Land gut. Die betont auch immer, was die Regierung für das Land an die Leute gemacht hat. Wieso spiegelt die Stadt da nicht an den Sondagen? Wie erklärt euch das? Die wisst ja, Sondage, wir hatten nur die letzten 4 Jahre, wo wir Ball auf alle Briefing von Sondage, weil immer vorgestellt wird, wenn wir von den Sondagen giffen halten. Sondage sind, die Analyse hat ja gemerkt, dass sie ein bisschen besser sind, dass sie in eine gute Richtung gehen. Ich kommentiere das doch nicht. Ich habe auch viel Druck gesagt, dass ich einen Moment abnehme. Ich mache keine Politik wegen den Sondagen. Ich mache eine Politik für Ziele, die wir wollen erreichen. An die Resultate, die positiv sind, hoffentlich, dass die Lützburg, die auch all der können davon profitieren, dass das was wichtig ist. Aber wie gesagt, dann ist das und hinten ihre schwarze Treffen, das und hinten zu wissen, ob sie am Oktober nächstes Jahr nur den Parteiprogramm bis ausgeschrieben sind, welche Schwarze zu treffen haben. Ich kann just sagen, dass die Resultate, die wir haben, sich weisen lassen und dass wir selber das nicht ein Eis zu jugieren, aber das sieht die Kommission von Herrn Juncker, das sieht die CDE, das sind all die internationalen Gremien für die Sohn Lützburg, für die Gesund, Staatsfinanzen, aber wie gesagt, für allem den Invest. Und darüber sind ich ganz, ganz hoffentlich, den wir gemacht haben. Weil ein Invest, also wir können ja null Schuld tun. Null. Null. An dem man nicht gibt, investieren. Wir sind nicht responsabel. Den Invest aus den Schulen, aus den an Infrastrukturen, aus den an Altersheimen, aus den an Spitälern, aus den, dass die Lebensqualität von den Leuten auch an Zukunft
gut soll sein. Ein Investor ist vielleicht etwas, wo er nicht direkt den Benefiz davon erhält. Aber kein Investor sind Reperkussionen, die ganz sehr einen besseren Nachgeschmack können. Und dafür bin ich ganz froh, dass man direkt eins wäre, so gut wie es mir schwer wäre, mein Budget, dass man bei einem Investor nicht gespürt haben, da wurde am einfachsten gewesen, wäre, den roten Weg zu holen, weil die Leute vielleicht nicht direkt gespürt hätten, weil es ein Investment für die Zukunft. Und alle responsable Politiker sollen das auch an der Politik machen, nicht nur zu gucken, für den Wähler sonst zu gefallen, mir aber auch bewusst sein, dass man eine Verantwortung hat, vis-à-vis von den nächsten Generationen. Und das sind wir als Politiker nicht nur die nächste Generation schuldig, mir auch als Bürger. Merci.